Liebe Ladies, heute habe ich was für euch. Und zwar der liebe Crosstrainer, das meistbenutzte Cardiogerät im Fitnessstudio. Ja, wenn ihr in Fitnessstudios kommt, werdet ihr sehen, dass die Crosstrainer meistens belegt sind, ganz oft belegt sind. Das Rudergerät eher weniger. Das Laufband auch schon regelmäßiger. Fahrräder, ja, auch. Und jetzt kommt die spannende Frage, beziehungsweise das Feedback für euch, liebe Ladies. Warum der Crosstrainer, so wie ihr das zum Teil macht, überhaupt keinen großen Sinn macht? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, bekannt auch als Mr. T. Heute mit ein bisschen Kritik am Thema der Fitnessstudio-Besucherinnen. Das sind nämlich meistens tatsächlich Ladies. Sieht man selten Männer, die stundenlang auf dem Crosstrainer vor sich hin dümpeln. Gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die ein Fitnessstudio besuchen, einen Grund haben, warum sie es besuchen, weil es nicht so ist, dass man nur sagt, okay, damit ich da hauptsächlich meinen Alten zu Hause nicht sehe oder dass ich irgendwie meine Freizeit totschlage, sondern man hat ja eine Forderung, wenn man ins Fitnessstudio geht und sagt, ja, ich würde gerne da was erreichen, was ja auch gut so ist. So, und die meisten Damen gehen ins Fitnessstudio, weil sie zu viel Gewicht haben. Sie möchten Gewicht reduzieren, Nummer eins. Die meisten sagen, ja, der Bauch müsste besser sein. Und ganz viele sagen auch, ja, so der Hintern, der ist schon nicht mehr so, wie er war. Die Schwerkraft ist ganz stark am Arbeiten und hier die Schlapperärmchen. Da ist auch so, dass sie natürlich ja in den Augen schmerzen, wenn man in den Spiegel guckt. Also das sind so ganz oft Faktoren, die bei Frauen dazu führen, dass sie sagen, yes, jetzt will ich es wissen. Und dann wollen sie es wissen und gehen ins Fitnessstudio und laufen geschmeidig, entspannt, ohne große Schweißrate auf dem Crosstrainer. Schön mit Schwung von rechts nach links, die Hände sind oben an den Stöcken und bambeln da vor sich hin, so ganz entspannt. So, erste Frage ist, wie soll man da den Trizeps trainieren? Zweite Frage ist, wie soll man den Bauch trainieren? Dritte Frage ist, wie soll man den Po trainieren? Kann man denn überhaupt auf dem Cardio, auf dem Crosstrainer trainieren? Nein, kann man nicht. Das ist ein Herz-Kreislauf-Gerät, Nummer eins, was ja auch gut so ist. Und dieses Gerät macht ja auch einen Sinn, dass es dieses Gerät gibt, wenn man es richtig benutzt. Also erster Faktor erstmal, dass man es richtig benutzt. Denn der Crosstrainer, warum ist der eigentlich so beliebt? Ja, die erste Argument, ja, weil das natürlich ein ganz natürlicher Bewegungsablauf ist. Mhm. Oder liegt es vielleicht daran, dass man den Crosstrainer so bedienen kann, dass es energetisch nicht so aufwendig ist, dass man sehr viel mit Schwungarbeit von rechts nach links, von rechts nach links, mit Körperschwungmasse. Das heißt, durch den Einsatz der Körperschwungmasse kann man das Teil bewegen, vor allem wenn der Leistungswiderstand ziemlich niedrig ist, ist es ganz easy, man kann da so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bis Stunde vor sich hin dümpeln. Das geht. Aber was passiert da? Was wird erreicht? Relativ wenig. Die meisten erreichen so nicht ihr Ziel, weil die Intensität fehlt. Die Stöcke oben, die sollte man ja mitbewegen. Und zwar mit den Armen, nicht einfach von den Beinen die Arme da rumbampeln lassen, sondern natürlich mit dem Arm mitarbeiten. Gut, ist natürlich auch irgendwo ein Stück ein Konstruktionsfehler drin. Besser wäre, wenn der Antrieb für den Füßen getrennt ist vom Oberkörper. Wenn wir hier natürlich noch einen eigenen Motor hätten zu arbeiten, weil dann wäre natürlich die Muskelmasse im Oberkörperbereich richtig eingesetzt. Nichtsdestotrotz kann man das Ding so steuern, dass man den Armen schön mitzieht. Aber jetzt wird es spannend, ihr Lieben. Dann wird es anstrengend. Und dann fängt man an dabei zu schwitzen. Und dann macht man das keine Stunde. Also, der Crosstrainer ist so beliebt, weil man durch Veränderung der Schwungmasse von rechts nach links zu hüpfen, so halbst, kann man das Ding antreiben, ohne dass es groß anstrengend ist. Genau deswegen wird dieser arme Crosstrainer so häufig missbraucht. Das liegt nicht am Crosstrainer, sondern es liegt dann letztendlich am User, der das Teil nur bedingt richtig bedient. Also hier kann man ganz klar durch den Einsatz der Arme und nicht mit Schwungmasse von rechts nach links, sondern durch dieses Laufen, nicht von Schwung von rechts nach links, kann man die Belastungsintensität erhöhen, sodass man erstens mal pro Zeiteinheit mehr Energie verbraucht. Denn wenn er den Einsatz hat, habt ihr einen höheren Durchschnittspuls. Zweitens, wenn man mit dem Arm richtig mitzieht, dann aktivieren wir die Schultergürtelmuskulatur, was natürlich auch Sinn macht.
Und wenn man dann auch noch ein bisschen Intervall macht, also nicht nur dieses typische Steady State bei 120 Puls so vor sich hin marschiert, sondern auch mal Gas gibt, 2-3 Minuten gemütlich und dann einmal mal richtig Stoff gibt, richtig hochzieht. Intervalltraining. So, und jetzt wird es noch spannender. Wenn ihr lieben Ladies Bauch, Po, Schlapperärmchen trainieren wollt, dann muss man dazu auch noch ein paar andere Übungen reinnehmen. Dann sollte man dazu natürlich auch noch ins Krafttraining einsteigen. Ob das dann maschinengeführt ist, ob es ein Freihandtraining ist, ist erstmal zweitrangig. Aber ganz gut wäre es, wenn ihr mit diesen Wünschen, Fett abzubauen, straffer zu werden, hier am Oberarm, am Bauch, am Po, an den Oberschenkeln, wenn ihr euer Zellulite loshaben wollt, dann bitte nicht nur auf dem Crossrenner rumhampeln. Dann nutzt auch Freihandeltraining, geht rein in die Männerdomäne, schnappt euch eine Handel, macht Kniebeuge, macht Ausfallschritte, macht Bulgarian Squats, macht Kreuzheben. Und dann werdet ihr euer Ziel erreichen. Und dann, wenn ihr euer Ziel erreicht, werdet ihr motiviert sein. Wenn ihr euer Ziel erreicht, werdet ihr stolz sein. Wenn ihr euer Ziel erreicht, werdet ihr vom Spiegel stehen und sagen, yes, die Arbeit hat sich gelohnt. Alter, siehst du gut aus. Mann, habe ich ein knackiges Ärschchen. Und wenn das ist, dann bleibt die Motivation am Leben. Und wenn die Motivation am Leben bleibt, dann macht ihr das gern. Und wenn ihr das gern macht, dann seid ihr motiviert. Und wenn ihr motiviert seid, dann strahlt ihr. Und wenn ihr strahlt, dann geht es euch gut, dann lächelt ihr. Und wenn ihr lächelt und wenn ihr strahlt, dann seid ihr zu Hause zufrieden. Dann haben eure Kinder und eure Männer mehr Spaß mit euch. Ihr habt selber mehr Spaß mit euch. Es ist eine ganz einfache Sache. Also ihr lieben Ladies, runter vom Crosstrainer und wenn ihr auf den Crosstrainer geht, dann geht mal richtig Feuer und macht da mal richtig Attacke auf dem Teil, dass er mal so richtig in Wallung kommt. Dann verbrennt ihr im Moment ganz viel Energie und habt einen hohen Nachbrenneffekt. Das heißt, nach dem Absteigen vom Crosstrainer habt ihr eine erhöhte Energieverwertung. Und zwar bis zu 48 Stunden, wenn ihr richtig Feuer gebt. Und wenn ihr jetzt noch das Ganze kombiniert, vielleicht eben nicht keine Stunde auf dem Crosstrainer, vielleicht nur 3x10 Minuten und zwischendurch Krafttraining macht und euch gute Übungen raussicht, einen guten Trainer nehmt und er zeigt euch ein paar geile Übungen für den hinteren Oberarm, Dips zum Beispiel oder Trizepsdrücken oder enge Liegestützen oder auch eine Dipsmaschine, es gibt so viel. Und er zeigt euch noch schöne Beineübungen, Po-Übungen. Meine Herren, meine Herren, meine Herren, ihr glaubt gar nicht, was ihr dabei erreichen könnt, welche Resultate ihr dabei erreichen könnt. Das ist das reine, einzigst wahre Anti-Aging-Konzept, was es gibt. Es gibt keine Pille auf dieser Welt, kein Tröpfchen, keine Pülferchen, keine Kügelchen, keine möchte gern bla bla Diät, die das erreicht, was so eine Art von Training erreichen kann, wenn ihr es richtig macht. Also ihr Lieben, lasst euch beraten, holt euch einen Coach, schaut, dass ihr in einem Fitnessstudio seid, wo eine gute Beratung da ist und lasst euch mal richtig einweisen und akzeptiert, dass Krafttraining auch richtig scheiße anstrengend sein kann. Dass man da richtig in Schwitzen kommt. Auch ihr Ladies, ihr dürft laut atmen. Ihr Ladies dürft große Gewichte in der Hand nehmen. Ja, dürft ihr. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr aussieht wie Männer. Nein, das wird in der Regel nicht passieren. Denn die, was ihr seht, wo aussieht wie Männer, die machen was anderes wie ihr. Ja, die nutzen Dinge, die ihr nicht nutzen werdet. Und es ist auch so, dass diese Ladies so aussehen möchten, bewusst so aussehen möchten, die tun alles dafür. Und nur das Bewegen von Hanteln hat dazu nicht geführt, das darf ich euch gerne sagen. Also, verliert die Scheu vor Kraftsport, verliert die Scheu, dass ihr mal was anders macht wie ein Crosstrainer, geht runter, geht raus aus der Fitnesskomfortzone und gebt mal richtig Feuer, gebt mal richtig Gas, da habt ihr richtig viel Spaß. Wenn ihr dazu Infos braucht, wenn du sagst, du brauchst einen Coach, der euch da weiterhilft, ich mache das gerne auch online. Trainingsplanung, Ernährungsplanung, inklusive Zoom-Calls, alles bei mir einfach unten in die Shownotes rein. Einmal draufklicken auf den Link und dann landest du bei mir und wir haben bald ein 60-minütiges, unverbindliches, gemeinsames Beratungsgespräch. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao, bye bye.